109 und hier 115 bei Osho. Lol. Aber die Gold Expansion weiß Newt immer noch nicht wirklich saturated und hat nichts rüber transferiert, nur die dort gebauten Drohnen genutzt und deswegen Income auch trotz mehr Worker ziemlich Gleichstand mit Osho. Sogar noch dahinter, weil Osho schon die Gas komplett besetzt hat. Nächste Expansions hier von GL. Und Snoot, Neuralparasit. beide. Ja, GL. So, ja. Und Sapio edit ja auch mal locker flockig 4 Warp Gates, also 4 Gates. Jetzt könnte der Fungal kommen und Fungal! Schöner Fungal Grove und jetzt kommt gleich der zweite. Oder auch nicht. Hätte sich nicht noch einen zweiten leisten können? Ne, der ist down gegangen. Ne? Ja, das machen sie Go in der Mitte. Ja. Oder sie gehen zur Gold Expansion. Meanwhile ist Harassment Moin. jetzt hier. Alles Harassment ist ja schön und gut, aber rein von der Grundarmee fehlt einfach Osho momentan so viel. Boah, da hat er 7 Spinecrawler an seiner Gold Expansion. Und mittlerweile schon riesen Haufen Mutalisks, die jetzt hier versuchen, diese Worker abzustauben, machen die Cannon down und schnappen sich jetzt die Stalker. Ist die Frage, wann kommen die in Festau? Die stehen alle hier und warten drauf, dass sie irgendwas von denen abfangen können. Phoenixe kommen und liften die Infestors. Im Hintergrund zerlegt Osho jetzt die Base von Richie. Wobei Richie auch die Base von Osho gekickt hat. Und ja, Snoots Armee wird hier richtig auseinandergenommen. Die Infestors sind jetzt alle down und Richie muss jetzt schauen, Und wie er irgendwas Oschos, retten kann. Snoots Gold Dings ist auch down gegangen von Ling. Ja. Beide Gold Expanded. Oh, und er kriegt jetzt noch alle Worker, so wie es aussieht. Der Infestor setzt noch einen schönen Fungal Grove. Die Worker wehren sich und verteidigen sogar noch. Hübsche Aktion von Snoot. Blicken wir nochmal den Income Tab. Wir sehen immer noch GL leicht vorne im Income. Also was die Worker angeht. Oh, so eine Riesenmasse an Phoenix haut schon richtig rein, wenn man sich anguckt, was der da aus zwei Warp Gates pumpen kann. Das ist schon krass. Lost würde ich Osho und Saiplo, stressige Namen. Und noch eine Expansion innerhalb mit Lingen. Ja, vorne sehen, aber dass sie jetzt hier eine Echse nach der anderen kicken, ist schon richtig gut. Haben aber auch ihre eigene noch nicht wirklich versucht. Osho holt sich jetzt hier ein bisschen hidden, zwei Expansions. Die Mutalisten, die machen ja gar nichts, ne? Jo, die idlen hier gerade ein bisschen in der Base rum. Boah, wie viele Spinecrawler die überall stehen haben. Und Snoot findet die Expansion jetzt und schnappt sie sich. Cyflo schnappt sich jetzt nicht wirklich die Linie mit seinen Phoenixen, oder? Ne, die Mutas rücken aus, um die Expansion zu verteidigen. Kommen aber, so wie es aussieht, zu spät und die Expansion wird sie gecancelt. Ja, war gecancelt worden gerade, oder? Sah jetzt nicht aus wie tot. Phoenixe wieder am Probe Harassment. Und jetzt kommt der Blink. Kann aber nur nicht einen Phoenix kicken. Also hier ist Harassment von Grün-Lila, gefällt mir schon richtig gut. Jetzt muss er aufpassen mit Fungal Growth. Kommt aber nicht in die Reichweite, da fehlt ein bisschen der Creep Spread von Snoot. Creep wird momentan nur von Osho gespreadet. Der jetzt hier seine Hidden Expansion durchbekommen hat, dessen Gold Expansion jeden Moment wieder steht. Und dann gehen sie Income zwar nicht mit der Worker-Zahl, aber mit der Income-Zahl in Führung. Nachdem die Main-Basen langsam ausgemeint sind und Richie und Snoot machen jetzt den Push.
auf die Massen an Spinecrawler. Schöner Fungal Growth hier auf die Salads. Also schon richtig krass eingewallt hier von Osho und Saplo. Unangenehm. Jetzt nice Fungal Growth auf die Phoenix. Die muss jetzt konstant aufrecht halten. Dann kickt er hier richtig, richtig viel. Wie sie alle das Spiel bremsen. Nein, da lässt es entkommen. Ist das bitter. Nochmal ein, zwei Fungal Growth. Dann wären hier alle 21 Phoenix down gegangen. Sehen wir parallel noch Harassment Action. Hier sind die Utahs unterwegs und krallen sich die ein oder andere Expansion wieder. Während hier vorne immer noch der Mars Fight tobt. Was sagen die Supply-Zahlen? Wir haben 142 von Richie, 98 von Snoot, 145 von Osho und 104. Warum hat Snoot jetzt nicht noch seine Infestors genutzt, um zumindest die Overlords oder so zu kicken? Osho schnappt sich hier jetzt noch die Natural Expansion von Richie. Der fehlt... Ah, nice, Fungal Growth. Ah, da fehlt jetzt der Follow-up Fungal Growth, sag ich mal. Und hier wird die Expansion von Richie entdeckt. Aber die Probe wird nicht gekickt. Judas, boah, guck doch mal die anderen. Oslo oben rechts, wie viel Spinecrawl er da gesetzt hat. Ja, das ist so krass. Die haben halt mit ihrer Strategie voll die Overmins. Gold Expansion wird bei Osho jetzt wieder gekickt von Speedling, von Snoot. Und Snoot selbst setzt sich auch wieder seine Expansion hin. Boah, Oshos Drohnentransfer wird abgefangen von Snoot Speedling, bei denen aber ziemlich viele von Phoenixen geliftet werden. Und ich sag's euch, hier ist echt unangenehm, so wuselige kleine Speedlinge mit Phoenixen zu liften. Dafür klickt man sich gefühlt 100.000 Mal als Normalsterblicher. Aber hier geht es zack, zack und alles. Er hat eine Drohne geliftet. Wie? Er hat eine Drohne geliftet, vermutlich aus Versehen. Also auch einmal verklickt, ja, aber ist echt voll krass. Ich hab's ja auch mal probiert, Phoenix Play, das ist so übel. Ja, Gold Distance Mining wird auch hier schön die Arbeiter abgefangen. Osho schnappt sich jetzt von Snoot die Spore Crawler. Und in der Mitte kommt es jetzt wieder zum großen Fight. Nice Fungal Growth auf die Phoenix. Und die Stalker können jetzt nach und nach die Phoenix auseinandernehmen. Oh, wir sehen mittlerweile von Saplo ziemlich, ziemlich viele HT. Okay, das heißt ziemlich, ziemlich viele. 5 Stück, aber 5 HTs. Income ist jetzt richtig spannend. Saplo fängt erst jetzt wieder an, Income zu generieren. Snoot und Richie momentan weniger Worker, aber Income-mäßig. Ja, Osho ist halt klar von. Dadurch, dass sie hier seine Expansion am Laufen hat. Und hier noch ein bisschen was. Der Gold würde sich jetzt wiederholen. Genauso wie Snoot sich wahrscheinlich seine Gold Expansion jetzt gleich wieder krallen wird. Saplo hat sich seine Expansions jetzt wieder gesichert. Und Richie steht auch im Großen und Ganzen wieder. Aber man sieht, wer zwei Expansion hat, das ist nämlich gerade Saplo und Osho. Weil hier mal eine Handvoll Speedling jetzt unterwegs sind und die anderen andere Probe kicken, aber schnell genug reagiert wird. Salad steht bereit, Mutas kommen. Alles kein Problem. Saplo kann es sich auch leisten, seine Arbeiter einfach mal nicht zu bewegen. Da. 5 Stück stehen da rum und machen nichts. Wo? Bei der ersten Expansion vor der Hauptbasis. Ah, ja. 6 sogar noch mit dem einen am Pilen. Naja. Jetzt wird's spannend. Jetzt kommt hier die 148 Supply-Armee von Richie und da kommt der erste Storm. Aber ich glaube, am ehesten sind die hier da wegen Feedbacks auf den Infestors, oder nicht? Wegen was baut man HTs? Feedback dürfte mittlerweile gut reinhauen. Bei mehr Energie als Leben haut sie ja einen Infestor nach dem anderen weg. Und das heißt, kann man so auch viele Infestoren. Er kann die übrigens gar nicht einholen, das wundert mich, dass er das nicht mit erforscht. Ja. Weil es in dem Matchup nicht ganz so wichtig ist, wie jetzt zum Beispiel im
Matchup gegen Terraner, wo man dann schöne infeste Terrence-Bomben auf die Tank setzt. Was ist mit sie? 147 Supply, 115 Supply gegen 159 und 112. Also immer noch recht ausgeglichen Income, aber eben wie gesagt Osho und Saplo von aufgrund der Expansion. Was wollen die gegen die Stalker? Die haben ja eigentlich quasi gar nichts gegen die Stalker. Naja, so Mutterhaufen haut schon gegen Stalker auch ziemlich rein. Ja, aber die sind doch wertlos bei eine Million Investoren. Ja, ich denke auch, dass Richie und Snoots Combo besser ist, aber umso länger das Spiel geht und eben die beiden nicht hier pushen. Problem ist halt, Storms machen schon Schaden. Und so Charge Slots sind auch unangenehm. Es kommt jetzt ziemlich stark auf die Fungal Groves an. Von hinten holt sich jetzt wieder Osho die Basen und da ziehen sie sich wieder zurück und können ihren Harass nicht durchführen, ihren Push. Ja. Hier stehen auch mal nochmal 2 HTs und 3 Salads. Mars Archons. Osho geht jetzt auch in Fester. Da kommen sie. Und schöner Blink in die Truppen. Jetzt müssen die Fungal Groves kommen. Erster Fungal Grove. Richtig schön hier in diese Salad-Gruppe. Storms auf den Infestoren, tut halt richtig weh. Jetzt Fungal Grove, die Muta. Sieht man zwar nicht richtig, weil alles grün ist, aber man sieht, wie die Leben runtergeht. Nächster Fungal Grove. Nächster Fungal Grove untergehen. Diese ganze Muta-Ball wird downgehen. Richtig schön synchrones Explodieren der Mutalisken. Und ja. Army Supply. Sieht jetzt nicht mehr gut aus für Osho und hier Saplo. Die zwar schön geharrassed haben, auch schön expanded hier im Fall von Osho, aber ja, irgendwie die Unit Composition war am Ende von Chiel Richie und Chiels Newt effektiver einzusetzen. Hat es den Anschein. Oh, nice Storm hier nochmal, aber ja. Hier wird mit den Fungal Grove um sich geworfen, wie, keine Ahnung. Und Richie schnappt sich gleich die Expansion im neu eroberten Gebiet. Ich würde sagen, das war's. Ich meine, Osho hat immer noch gut Armee, aber Saplo einfach gar nichts mehr. Auch kein Income mehr, nichts. Bisschen Gas kriegt er noch. Auf deine Sicht. Schön, wie Osho hier nochmal die Hedge gekickt hat. Entschuldigung für die kurze Unterbrechung, aber ich muss mich von meiner Freundin verabschieden, die jetzt schlafen geht. Knusper, mal ganz im Ernst, aber Osho wird es doch nicht mehr reißen können, oder? Geht jetzt so wie es aussieht, Broodlords. Ich meine, er hat das Income von Richie, aber einfach nicht die Armee. 135 gegen 149 und 110. Und jetzt wird er gleich Supply stacked sein. Derweil räumt Osho hier wieder die Bars auf, jetzt von Richie. Reagiert Snoot? Schöner Fungal Grove. Kommt der nächste kommt. Noch ein Reichen, jetzt können eigentlich ein feste Terran spawnen. Jo, hier wird jetzt die
Beweis des Brothers zerrobbt. Osho hier eins Bein geschoren am anderen.